What legacy had the First World War passed on to today's generations? What is your opinion on that? Well, it's a very huge, it's a huge question and a complex question. From my point of view, is I can give you a different question, probably different from other responses that other people is going to give you, because I come from a country which did not participate in the First World War. So, hallo, ich bin Angel Alcalde vom Historischen Institut der Europäischen Universität in Florenz. Ich komme aus Spanien und arbeite an einer Dissertation über die historische Beziehung zwischen Kriegsveteranen und Faschismus während der Zeit zwischen den Kriegen. Herr Alcalde, welches Erbe hat der Erste Weltkrieg an die heutigen Generationen übertragen? Was ist Ihre Meinung dazu? Also, es ist eine ziemlich umfangreiche Frage und eine komplexe Frage. Von meinem Standpunkt aus kann ich Ihnen sicher eine andere Antwort geben als alle anderen Antworten, die andere darauf haben werden, weil ich aus einem Land komme, das nicht aktiv am Ersten Weltkrieg beteiligt war. In der heutigen Generation, bei den jungen Leuten heute in Spanien, gewinnt der Erste Weltkrieg an Bedeutung bei der Erinnerung an die Vergangenheit, vor allem da wir in Spanien eine andere Kriegserfahrung haben, den Spanischen Bürgerkrieg. Und Historiker zeigen auf, dass diese Kriegserfahrung zugleich sehr viel mit der europäischen Erfahrung des Großen Krieges zu tun hat. Also, welches Erbe hinterlässt also der Erste Weltkrieg? In Spanien hat er eine Reihe an Konflikten angestoßen, die das 20. Jahrhundert gekennzeichnet haben. Auch in Spanien, wenn wir bedenken, dass der Faschismus ein Produkt des Ersten Weltkriegs war. In Spanien hatten wir ebenfalls Erfahrungen mit dem Faschismus oder mit etwas, das dem Faschismus sehr nahe war, den Franquismo, was eine sehr, sehr lange Diktatur war. Länger jedenfalls als alle im restlichen Europa. Also in diesem Sinne kann man sagen, dass der Erste Weltkrieg noch Erbschaften hinterlassen hat, abgesehen von dem Faktor, dass Spanien nicht aktiv daran beteiligt war. Herr Alcalde, wie bewerten Sie dann die These, dass der Erste Weltkrieg im Nachhinein zur allgemeinen Brutalisierung der Menschen beigetragen hat? Meiner Meinung nach hilft das Konzept der Brutalisierung, um einige kulturelle Nachwirkungen zu verstehen. Aber in meiner eigenen Forschung versuche ich, den Gebrauch dieses Konzeptes zu vermeiden. Es gab unter Historikern eine Menge Debatten über dieses Konzept der Brutalisierung in der Politik. Aber viele Historiker hier in Deutschland, aber auch in Frankreich zum Beispiel, bestreiten, dass diese Idee der Brutalisierung überhaupt existiert hat. Es kommt darauf an, wie wir das Konzept der Brutalisierung definieren. Das ist der Kernpunkt. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es in den meisten europäischen Ländern politische Gewalt. Ich würde sagen, in jedem europäischen Land. Und es war eine Konsequenz der Kriegserfahrung. Aber zur gleichen Zeit gab es auch pazifistische Bewegungen, die auch ein Produkt der Gewalterfahrungen und der Kriegserfahrungen waren. Ich denke, das Konzept wird immer noch weiter verhandelt. Meiner Ansicht nach aber werden zukünftige Debatten über die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs über das Konzept der Brutalisierung hinausgehen. Herr Alcalde, greifen Sie dieses Konzept in Ihrer Arbeit auf? Einerseits, als ich über den Spanischen Bürgerkrieg und seine Konsequenzen geforscht habe, habe ich dieses Konzept der Brutalisierung angewandt, um einige Dynamiken und Nachwirkungen der Gewalt in Spanien während der Franco-Diktatur zu verstehen. Es hat in gewisser Weise funktioniert, aber ich habe keine direkte Verbindung zwischen der Kriegserfahrung und dem Faschismus gefunden. Also, ja, es gibt dort eine direkte Verbindung, aber ich habe keine ausdrücklichen Beispiele von Personen gefunden, die durch die Kriegserfahrung brutalisiert worden sind, die Gewalt ausgeübt haben. Andererseits habe ich dieses Konzept angewandt, um die Beziehung zwischen Kriegsveteranen und Faschismus zu behandeln, was mein Thema ist.
aber ich habe doch einige Beschränkungen gefunden. Ja, man kann einige Antworten erhalten, aber es bleiben immer noch Fragen übrig, die dadurch nicht geklärt werden. Herr Alcalde, die nächste Frage schließt im Grunde daran an, dass es um die Verbindungen geht, die man zwischen dem Ersten Weltkrieg und der nationalsozialistischen Bewegung machen kann. Welche Verbindungen würden Sie als für Ihre Arbeit am wichtigsten kennzeichnen? Selbstverständlich gibt es eine Menge Verbindungen zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Nazismus, aber ich denke, es gibt eine noch größere Verbindung zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem italienischen Faschismus. Und der italienische Faschismus war als faschistische Bewegung etwas viel Ursprünglicheres als der Nazismus. Die Nazi-Bewegung war in gewissen Teilen eine Imitation einer erfolgreichen faschistischen Bewegung in Italien. Historiker haben daher beispielsweise auch die Aufgabe zu analysieren, in welchem Ausmaß die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs im Falle Italiens anders waren als im Falle Deutschlands. Denn vielleicht hätten die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs nicht direkt zum Nazismus in Deutschland geführt, wenn es zuvor nicht den italienischen Faschismus gegeben hätte. Also die direkte Verbindung wäre nicht der Erste Weltkrieg in Deutschland und dann der Nationalsozialismus, sondern der Faschismus in die Effekte des Ersten Weltkrieges, der in Deutschland stattgefunden hat. Ja, ich unterstreiche die Tatsache, dass der italienische Faschismus eine nähere Verbindung zum Ersten Weltkrieg hat als der Nazismus. Vielen Dank, Angel Alcalde. Okay. Thank you very much.